zwischen Schnitzel und Schwein steht leider der Tod eines Lebewesens. Und da wird es ordentlich behandelt, und zwar bis zur letzten Sekunde. Und das ist das, was wir machen. Mein Name ist Philipp Sonntag und betreibe eine kleine Metzgerei in sechster Generation. Der Kontakt eigentlich mit den Tieren ist mir das Wichtigste, so lustig das klingt als Metzger. Aber das möchte ich die Leute wieder ein bisschen nahe bringen. Also dieses vom lebenden Tier, vom Lebewesen zum Lebensmittel, diesen Weg zu begleiten, beziehungsweise ihn natürlich auch selber zu bewerkstelligen, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ein Messer ist für einen Metzger eigentlich die Verlängerung des Arms, die Verlängerung der Hand. Und ich muss immer mit dem gleichen Messer arbeiten. Also ich habe drei verschiedene, die ich tagtäglich in der Hand habe. Gib mir ein anderes Messer, dann schneide ich mir einen Pfote. Das Metzgerhandwerk hat sich versteckt hinter verkachelten Wänden. Keiner weiß mehr, wie es richtig funktioniert. Und es hat eigentlich richtig was zu bieten. Es sieht auch toll aus. Und die Leute interessieren sich wieder dafür. Und wir machen das wie früher, weil es halt ein richtiges Event ist und gefeiert wird. Das machen wir einmal im Jahr im Freilichtmuseum. Und es macht richtig Spaß, die Leute diesen Beruf wieder näher zu bringen, so wie er früher war. Eines der ersten Messer, das ich gehabt habe, war halt einfach ein Ausbeuner von Dick. Ich mag sie einfach gern und habe schon immer die gleiche in der Hand. Und wenn was gut ist, warum dann was anderes?